aufeinander zugehen und zueinander stehen. Heimat bedeutet für mich Verbundenheit mit der Familie und mit Freunden sowie auch der Zusammenhalt in der Kompanie. Heimat ist Naturverbundenheit und Treue. Herzlichen Dank, Major Elmar Thaler, für Ihre Einladung. Gern begrüße ich euch, liebe Ehrengäste, liebe Schützen, liebe Marketenderinnen und alle Anwesenden und besonders meine Familie. Sich selber treu bleiben, ehrlich sein und echt. Auf Oberflächlichkeiten verzichten, Wertvolles beschützen und Schwaches stärken. Das erinnert uns an den Freiheitskämpfer Andreas Hofer, der die Schwachen beschützte, für ein so wertvolles Tirol kämpfte und bereit war, alles für seine Wertvorstellungen zu geben, sogar sein Leben. Und das zeigt uns, dass jeder, der ein Ziel hat, Großes leisten kann. Ich selber lebe es täglich und spüre meinen Mut, die Hindernisse zu bewältigen und die Chance darin zu sehen, mich weiterzuentwickeln. Mein Mut habe ich gezeigt, als ich die Herausforderung zur Z-Miss Südtirol angenommen habe, sprich die Repräsentation für unser Land in ganz vielen Bereichen. Und wenn wir Einsatz zeigen und uns nicht entmutigen lassen, nachher können wir Hürden von Menschen und Situationen bewältigen. Der Andreas Hofer hat alles fürs Erreichen seiner Ziele gegeben. Und selbst soll auch für ihn sein Ansporn sein, das zu nutzen und zu leben, was in ihm steckt. Und deswegen steht an erster Stelle, und selbst ist das Wichtigste, es warum. Warum tue ich das? Mit welcher Überzeugung und mit wie viel Leidenschaft? Der Andreas Hofer hat den Antrieb gehabt, unserem Land zu helfen, unsere Kultur, unsere Tradition, unseren Glauben und vor allem unseren Spruch zu bewahren. Und es war auch später eine Herausforderung für das Tiroler Volk, seinen Wurzeln treu zu bleiben, aufgrund Weltkriege, Nationalsozialismus und Faschismus. Und trotzdem haben sie es allen wieder geschafft, zusammenzuhalten und sich treu zu bleiben, weil sie daran geglaubt haben. Sie haben es warum und ihre Überzeugung im Herzen gespürt. Sie seien für ihr Ziel begeistert gewesen. Ja, sie haben dafür gebrennt. Und erst, wenn wir das Feuer im Herzen spüren, können wir etwas bewegen. Ich wünsche euch, liebe Ehrengäste, liebe Schützen, liebe Marketenderinnen und alle Anwesenden, dass es täglich den Mut aufbringt, es warum zu finden, zu leben und dadurch für euch und für unser schönes Heimatland Südtirol etwas zu bewegen. Danke.